Wo ist Joe Biden? Ist er schon tot? Liegt er gerade im Sterben? Ist er überhaupt geistig noch im Besitz seiner Fähigkeiten? Man hat ihn nicht gesehen seit der Rücktrittsankündigung. Er ist wie verschollen. Ganz Amerika fragt sich, where is Joe Biden? Und die ganze Welt sorgt sich um ihn. Heute kam Netanyahu in Washington an. Kein Präsident, keine Vizepräsidentin da für den Staatschef von Israel. Es ist wirklich mysteriös und wir erleben hier den größten Krimi der Geschichte aktuell. Es ist noch nie so viel Geheimnis darum gemacht worden, wie es um die Gesundheit eines Präsidenten steht, der die Macht über die Atomwaffen hat. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt ernsthafte Anzeichen und Bedenken dafür, dass es um Joe Bidens Gesundheit ziemlich schlecht bestellt ist und dass er sich in seinen letzten Zügen befindet. Ich habe ganz viele Belege dabei, ganz vorne mit daran ein Dank an Laura Loomer, eine Investigativreporterin aus den USA, die hier wirklich Dinge einfach veröffentlicht, koste es, was es wolle am Ende. Es ging schon damit los, dass diese Rücktrittserklärung nur schriftlich vorgelegt wurde. Sie wurde auch unterschrieben mit einer Unterschrift, die etwas davon abweicht von seinen Secretary Orders, die er in letzter Zeit vermehrt unterschrieben hat. Man hat ihn seitdem nicht gesehen. Man hat eine Covid-Erkrankung vorgeschoben und der letzte öffentliche Auftritt war am 17. Juli. 6 Tage lang ist er nun öffentlich nicht aufgetreten. In der Zwischenzeit ist er zurückgetreten und es gibt jetzt hier die Belege dafür, dass es einen medizinischen Zwischenfall Anfang diesen Monats gegeben hat und danach hat er alle seine Befugnisse als Präsident Stück für Stück abgetreten. Wir haben die Dokumente heute dabei, es ist wirklich spannend. Gestern Abend gab es auf einmal über Delaware, wo er sich in seinem Strandhaus befinden soll, eine Flugverbotszone, die eingerichtet wurde und Kamala Harris war mit der Air Force 2, also der Air Force 2, auf dem Weg nach Delaware, um die Familie zu trösten, wie es hieße. Doch tröstet man eine Familie, wenn jemand noch am Leben ist oder erst danach? Es sind hier Fragen über Fragen über Fragen. Es ist hier wirklich spannend. Es gibt jetzt von gestern ein Covid-Update von Biden. Der Arzt sagt, the president continues to perform all of his presidential duties. Der Arzt sagt, stand gestern, der Präsident kommt allen seinen Amtsverpflichtungen nach. Das ist schlicht und ergreifend gelogen. Und genau hier haben wir schon das erste Problem. Dass Sleepy Joe Biden zurückgetreten ist von der Kandidatur, ist nicht mehr als richtig. Allerdings, wie viele Leute wollten uns anlügen, dass er fit dafür ist? Es waren die Mainstream-Medien, Olaf Scholz und wie sie alle heißen, alle haben gesagt, Biden ist im Besitz seiner Fähigkeiten. Selbst die Ärzte in den USA, die sowas untersuchen, sagen, kein Problem. Und jetzt sehen wir, was dabei herauskommt. Ein ziemlich großes Problem, würde ich sagen, wenn der Präsident klinisch tot ist oder halbtot ist und man es der Öffentlichkeit einfach nicht weismachen möchte. Es ist wirklich hochspannend. Es gibt jetzt hier so viele Belege, so viele Belege. Es gibt jetzt hier die Frage vom Wahlkampfmanager von Donald Trump. What happened to Joe Biden? Where is he? We haven't seen him since July 17th, around the time he got COVID. Wo ist er? Was ist los mit Joe Biden? Wir haben ihn seit dem 17. Juli nicht gesehen, seitdem es hieß, er hätte Covid. Die Air Force 2 war gestern Abend dann auf dem Weg nach Delaware. Jetzt gibt es hier richtig, richtig spannende Dokumente, Leute. Und zwar, es soll einen medizinischen Zwischenfall gegeben haben in der Air Force 1, schon am 5. Juli diesen Monats. Es soll eine TIA, eine transitorisch-ischämische Attacke gewesen sein, unter der er heute noch leidet. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Schlaganfall, aber nur so ähnlich. Ich bin da kein Medizinexperte. Er wird sich davon wohl nicht mehr erholen. Viel schlimmer ist ja auch, wie man diesen alten Mann vorgeführt hat. Ja? Wie man jemanden, der kaum noch im Besitz seiner Kräfte ist, hier die Öffentlichkeit täuschen lassen wollte, dass man ihn immer sieht stolpern und sich verhaspeln. Die eigentliche Frage stellt aber niemand, wer regiert? Amerika! Joe Biden ist nicht in der Lage, als Präsident wirklich Entscheidungen von Belang getroffen zu haben. Also ist er aktuell auch nicht in der Lage, Amtsgeschäfte zu führen. Und dann führt die Amtsgeschäfte jemand in Vertretung. Und hier ist genau das Schlimmste passiert, was den USA mit ihrer Verfassung passieren kann. Man hat eine Präsidentenmarionette, die geistig und körperlich gar nicht mehr in der Lage ist, dieses Amt auszuführen. Und dennoch wird dieses Amt ausgeübt. So viel Angriffspunkte für Einflussnahme
beeinflusst, also, boah, Leute, das nennen sie Demokratie, Leute. Der Arzt hätte Joe Biden wahrscheinlich schon vor 2 Jahren aus dem Verkehr ziehen müssen. Einfach aus dem Verkehr ziehen. Aber Machtgeilheit siegt. Und ja, wenn Joe Biden jetzt stirbt oder aus medizinischen Gründen das Präsidentenamt verlassen muss, wird Kamala Harris, die Vizepräsidentin, erstmal automatisch Präsidentin und kann dann einen neuen Vizepräsidenten ernennen. Ändert aber nichts daran, dass im November gewählt wird. Jetzt gibt es hier Dokumente, dass nach diesem Medical Emergency on Air Force One am 5. Juli das Weiße Haus angefangen hat, die Amtsbefugnisse von Joe Biden zu delegieren an die Minister. Das Ganze hat angefangen am 9. Juli. Dann heißt es hier Memorandum of Delegations of Functions and Authorities. Dann geht es hier darum, the Secretary of Defense, of Energy and of Office Management und so weiter und so fort. Das ist wirklich erstaunlich. Sowas habe ich selten gesehen. Und dann heißt es hier zum Beispiel, I hereby delegate to the Secretary of Defense in consultation with the Secretary of Energy und so weiter. Und da geht es jetzt zum Beispiel National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024. Er gibt seine Budgethoheit ab und das haben wir hier, also gibt es ganz viele hier. Auch Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity Act for Ukrainian, er gibt das alles ab. Hier, Delegation of Certain Functions and Authorities under the Rebuilding Economic Prosperity. Er gibt es hier ab an den Secretary of the Treasury, Finanzminister und so weiter und so fort. Von diesen Dokumenten gibt es jetzt hier einige. Da sind wirklich einige ans Tageslicht gekommen und das ist ja wirklich spannend. Sie haben hier einen Präsidenten, der kurz vor seinem Ende ist, der anscheinend sterben wird, schon gestorben ist oder im Sterben liegt, so irgendwie dazwischendrin wird es sein. Und er gibt schon vorher seine Amtsgeschäfte ab, anstatt dass man ihn einfach aus dem Amt zieht. Ja, wenn der Arzt sagt, er ist körperlich absolut nicht in der Lage, er ist nicht mehr Herr seiner Sinne, dann rückt automatisch die Vizepräsidentin nach. Nein, das machen sie nicht. Das ist der Machtkampf bei den Demokraten hinter den Kulissen. Das ist schlimmer als House of Cards, müsst ihr euch vorstellen. Es ist sogar die Frage, ob Joe Biden überhaupt in Kenntnis seiner geistigen, kognitiven Funktionsfähigkeit war, als sein Rücktritt verkündet wurde. Es könnte auch sein, dass Joe Biden einfach geistig abwesend in einem Bett liegt, dass man ihn weggeschlossen hat, dass man ihn nicht in die Öffentlichkeit lässt, weil es nur noch peinlich wäre. Wir wissen das alles nicht. Wir haben einen Brief gesehen, der einfach nur unterschrieben wurde mit einer leicht anderen Unterschrift und wir sollen das glauben. Jeder sucht ihn und der Knaller war, dass heute Morgen Netanyahu gelandet ist in Washington. Er hatte eigentlich einen Termin mit Joe Biden. Nicht mal Kamala Harris war da. Da kommt der Staatschef von Israel, einer der stärksten und engsten Verbündeten von Amerika, das wissen wir ja, und es ist niemand da. Also, Leute, schnallt euch an, hier ist etwas Großes im Gange. Entweder stirbt er von alleine, wollen sie ihn vergiften, keine Ahnung. Das Ganze stinkt zum Himmel. Und da haben wir noch nicht über das Trump-Attentat gesprochen, was genauso zum Himmel stinkt. Ich bin gespannt, wann wir hier Klarheit bekommen. Die ganze Welt, sie hängt in der Luft. Und eines ist sicher, wenn jetzt der Chinese Taiwan angreift, wird Joe Biden nicht reagieren. Deswegen sehe ich das aktuell so gefährlich, bis wir einen neuen US-Präsidenten haben nach der Wahl. Jetzt nicht Kamala Harris, die kann ja auch nichts machen. Aber Conspiracy, Verschwörungstheorie wird immer schneller zur Verschwörungspraxis, das wissen wir. Aber die ganzen Dokumente hier, sie lügen nicht. Joe Biden geht es wirklich nicht gut und er hat schon Machtbefugnisse abgegeben. Was das Ganze jetzt im Einzelnen bedeutet, ich denke, wir werden es in den nächsten 48 Stunden erfahren. Denn so lange lässt die Welt nicht mehr sich vertrösten und auf ihren US-Präsidenten warten. Alle Reporter, sie scharren mit den Füßen. Jeder möchte wissen, was los ist. Abonniere den Kanal und kommentiere dieses Video. Bist du für Kamala Harris? Bist du für Donald Trump? Oder interessiert dich die US-Wahl eigentlich gar nicht? Denn wir Deutschen haben sowieso immer nur zu bezahlen und zu gehorchen. Ich bin gespannt auf deine Meinung und damit sage ich ciao. Bis bald.